Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Evil Dynasty, meine Lieben. Ja, was machen wir heute? Als erstes hatte ich mir gedacht, ja, nicht unbedingt Steine sammeln oder so. Ja, mache ich trotzdem jetzt. Okay, aber nein, ich wollte jetzt erstmal schnell noch für unsere Marktstände, die haben nämlich fleißig verkauft, noch schnell ein paar Sachen herstellen. Das machen wir jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, dass wir mal hier bei der Landwirtschaft ein bisschen hilfreich mit unter die Arme greifen, denn der Flachs steht ja noch auf dem Feld, ne? Den müssen wir auf jeden Fall mit runternehmen hier. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder diese Holzlöffel. Und die Schöpfkellen müssen wir noch machen. Sonst haben die nämlich nichts zu verkaufen und das ist schlecht. Denn wir brauchen hier das Geld und die hölzernen Fiolen waren auch ausgegangen, habe ich gesehen. Und dann machen wir auch gleich mal so. Ja, vielleicht können wir auch gleich mal 200 machen hier, so. Oh, das sind gleich 2000 Stück, ne? Da haben sie ordentlich zu verkaufen. Wenn wir sie denn hier ins Lager reinkriegen, ne? Das ist noch die andere Frage. So, dann, bitteschön, hier habt ihr die Holzlöffel und die Schöpfkellen. Und hier haben wir hölzerne Fiolen. Bitteschön, ihr Lieben. Da habt ihr was zu tun. So, ja, okay, Brennholz kann man auch reinpacken. Das Wolgarn und den Wollstoff. Die Weizenkörner können hier rein. So, jetzt gucken wir mal. Wir nehmen hier gleich mal wieder das Kraut raus. Bronze, Axt, also Äxte sind noch da. Dung und Dünger sind auch. Das habe ich hier einstecken. Ach, ich habe das ja alles verkauft. Okay, alles gut. So, hier ist alles da. Gut, ich brauche jetzt eine Hacke. Nee, Quatsch, eine Sense brauche ich. Habe ich hier gar keine Sense? Doch, hier ist eine Eisensense. Aber ich könnte mir auch eine Eisensense machen. Moment mal, wo haben wir denn hier Eisenbarren? Haben wir Eisenbarren? Ja. Ich nehme mir mal das mit. Und jetzt muss ich gucken, Holzstämme müsste ich hier einstecken haben. Dann müsste ich mir. Halt, junger Mann, ich muss hier bitte mal ran. Lässt du mich mal kurz ran, ja? Wenn die ansprechen. Ja, du auch. Ich wollte, dass du mich hier mal bitte ranlässt. Ganz kurz nur, ich brauche eine Eisensense. Oh, dann muss ich erstmal freischalten. Okay, dann machen wir das. Wie viel kriege ich? Wir machen 4 Stück. Was ist denn das hier noch? Eine Eisenhacke. Ja, gut. Und wie viel kriege ich hiervon? Dann machen wir auch noch mal. So. Okay. Die lege ich dann gleich wieder hier rein. Da haben sie ordentlich. Werkzeug. Eine behalte ich mir natürlich, ist klar. Weil ich ja jetzt. Obwohl die Hacke kann auch hier rein, die brauche ich jetzt im Moment nicht. Die Schurschere kann. Oh, passt nicht mehr. Schlecht. Schlecht. Wie viele Holzstämme haben wir einstecken hier oder in der Truhe? Da können wir ruhig mal was rausnehmen hier. Komm. So. Und da kann die Schurschere rein, die Bronzeaxt rein, die Sense.
Genau, der Fischbär muss hier auch noch rein. Das andere lassen wir eingesteckt. Denn da hätten wir auch noch was zu verkaufen. So, okay, und jetzt rüsten wir uns aus. Und zwar die Sense nehmen wir hier auf die F muss ich natürlich drücken, auf die 4. Und da gehen wir gleich mal aufs Feld. Machen wir heute ein bisschen Feldarbeit. Denn ich möchte ja nie, dass mir hier der Flachs, zu gut Deutsch gesagt, flöten geht, ne? Und mit der Sense macht sich das auch gut. Als mit der Sichel auf dem Boden rumzukriechen, das ist nicht so toll. Na komm. Da können die dann hier gleich wieder düngen. Ja, denn wir haben ja jetzt, ich glaube, in der Landwirtschaft fehlt uns jetzt auch eine Dame, die jetzt im Mutterschaftsurlaub ist. Also denke ich mal, ist es schon gar nicht so verkehrt, wenn wir hier mal ein bisschen mithelfen. Ja. Wir haben so viele Felder hier zu bearbeiten. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die das alles alleine schaffen würden. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, dann gucken wir mal, wie viele Kalksteine dann wieder da sind. Und da würde ich dann sagen, dass wir noch ein paar Häuser verputzen oder wir bauen vielleicht auch noch mal ein Häusel. Mal gucken. Na, hier hilft uns wohl jemand. Ja, mit der Sichel. Ach du Arme, du musst doch nicht mit der Sichel hacken hier. Das Haken habe ich jetzt gesagt, das ist ja falsch. Also absensen, ne? Oder sicheln. Das ist doch unbequem. Nimm dir doch eine Sense. Ich habe doch welche gemacht. So. Na gut, dann lasse ich dir das. Haben wir hier hinten noch? Ja, hier haben wir auch noch was. So, dann gehen wir hier lang. Dann sind wir heute mal wieder ein bisschen landwirtschaftlich tätig. Und ich muss mal gucken, was die Näherei macht. Dann könnten die nämlich auch glatt wieder Leinenfaden und sowas herstellen oder Leinengarn. Das brauchen wir ja auch. Deswegen habe ich ja auch so viele Flachsfelder gemacht hier. Bei meinem anderen Spielstand, mit dem ich ja privat vor mich hin daddel, da habe ich viel, viel mehr Flachsfelder, weil wir die ja brauchen, nicht nur für die Waffen, also Bögen herzustellen, sondern wir wollen ja auch Dekoartikel haben, Beleuchtung und so weiter. Und dazu braucht man halt Leinengarn. Ja. Und das möchte ich natürlich hier auch noch machen. Ich möchte auch so nach und nach alle Häuser dekorieren und hübsch machen. Die Eisensense, die geht auch schon ziemlich kaputt, ne? Wenn man das so, obwohl, die hält länger als alle anderen. Aber ja, wenn man hier so fleißig am Sensen ist, geht es hier auch kaputt, ne? Aber wir können es uns ja wieder herstellen, das ist ja auch kein Thema. So, ja, dann hätten wir das. Ist das Feld auch abgeerntet? Was ist das hier? Hafer. Gut, dann. Ja, da senst auch einer rum oder sichelt. Ja, dann helfen wir ihm auch gleich noch ein bisschen mit hier, damit es schneller geht. Gut,
Der hat aber auch schon ganz schön geerntet, ne? Oder sie. Ja, es heißt ja immer so, viele Hände, schnelles Ende, ne? Also helfen wir eben heute mal ein bisschen in der Landwirtschaft. Die können ja dann auch wieder in der Scheune hier dreschen. Aber meine Sense ist eh gleich kaputt. Also offensichtlich muss ich mir dann noch eine neue holen. Okay. Ja. Hier ist noch ein Feld. Oh je, das ist ja, ja gut. Ich habe ja ziemlich viel gemacht. Ne? Oh, gut. Ja, dann hat sich jetzt eh erledigt mit Abernten. Wenn noch was übersteht, dann, wenn Feierabend ist, dann können wir das ja immer noch machen. Ich würde jetzt sagen, dass wir noch ein Häuschen bauen. Ganz einfach bauen wir noch ein Häuschen. Oder wir gucken erstmal schnell, ja, was wir im Lager für Kalksteine haben. Da könnten wir unten erstmal noch die Häuser verputzen, die wir angefangen hatten hier, ne? Ja, und dann können wir immer noch ein Häusel bauen. So, dann gucken wir mal. Kalksteine brauche ich. 46, na ja. Ich hatte ja hier unten irgendwo noch ein Häusel angefangen. Genau, das hier. Hammer kaputt. Sowas aber auch. Nee, den wollte ich eigentlich gar nicht nehmen. Hilfe, nein. Ich wollte doch einen Eisenhammer nehmen. So, und die Eisenaxt ist auch noch gar nicht ausgerüstet. Haben wir keine Eisenaxt? Doch. So. Die zwei, bitteschön. Jawohl. Hier oben muss ich machen. Giebel. Diesen Giebel. Dann sind es nur noch die zwei Wände. Okay. So, dann hätten wir das Haus jetzt auch fertig. Aber wenn wir einmal hier so dabei sind, könnte man doch gleich noch eine neue Tür reinsetzen. Und wir könnten hier auch noch die Fenster reinsetzen. Wollen wir das öffnen? Ja. Das habe ich doch schon gemacht. Öffnen wollte ich. Genau. So, und dasselbe machen wir jetzt hier noch, wenn wir das noch nie gemacht haben. Nee. Ach nein, Fenster. Gardinen gibt es später. Oder Vorhänge. Jetzt gibt es erstmal Fensterläden. Okay. Na? Und dann machen wir jetzt hier das Haus weiter. Mit dem Rest Kalkstein, den wir hier haben. Eine neue schicke Tür. Oh. Na, Leopolda?
Das beschäftigt dich im Moment. Was macht einen guten Tag aus? Die Tatsache, dass er anders ist als der Tag davor. Das ist meine neue Lebenseinstellung. Ich habe mit kleinen Dingen angefangen. Zum Frühstück habe ich Karotten gegessen anstatt Kohl. Ja, so besser so. Wie war dein Tag bisher? Die Sommersonne ist zu viel für mich. Ich werde wohl langsam alt. Sobald ich irgendwo etwas Schatten finde, halte ich kurz dort inne, bevor ich zurück an die Arbeit gehe. Naja, zu alt mit 22, ich weiß ja nie, ne? Okay, na dann. See you soon. Ja. Ach nee, ich habe ja nichts. So, dann dekorieren wir mal hier das Fenster. Dann kommt hier ein Fenster rein. Das machen wir auf. So. Ihr habt aber wenig Fenster, sehe ich gerade. Schlecht gebaut. Na gut, ist dann so. So, dasselbe kriegt ihr. Nee, hört doch. Tür. Nistanka. Wie war dein Tag bisher? Es ist Mitte des Jahres. Bedenke, wie viel Arbeit bis jetzt getan wurde. Nun stell dir vor, dass dieselbe Menge an Arbeit noch einmal vor uns liegt. An die Arbeit. Nein, du sollst doch nicht. Na, ist egal. Falsche Taste gedrückt. Naja. So, Fensterchen. Und hier ebenso noch ein Fenster. So, da hätten wir das. Da haben die schon mal alle schöne Türen und Fenster. Habe ich das hier jetzt? Ja, dort habe ich es auch gemacht. Alles klar. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir essen mal haben. Und wir können auch noch was trinken. Und dann fangen wir mal an, noch ein Häuschen zu bauen. Gucken wir mal, wo wir das jetzt machen. Wo hier noch ein Plätzchen finden. Ein paar Steine noch mitnehmen hier. Wie sieht denn das eigentlich hier hinten aus? Könnte man nicht vielleicht auch noch hier hinten irgendwie ein Häusel aufbauen? Ja, wir haben doch hier auch noch einen Weg und so. Ne? Wir könnten eigentlich hier noch ein Haus hinstellen. Das würde ich doch machen, ja. Dann sammeln wir erstmal die Stöcke ein hier. So. Und hier liegen auch noch Steine, die brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier noch ein Häuschen aufbauen. Jetzt wird es natürlich gerade wieder dunkel, ne? Im Dunkeln bauen ist aber auch nicht schön. Gut, ich würde sagen, wir gehen vielleicht erstmal schlafen und machen das bei Tageslicht. Ich denke, das macht sich besser, als wenn wir jetzt im Dunkeln anfangen, ne? Waschen uns ordentlich. Okay. Dann machen wir erstmal Feierabend. Wir können aber noch schnell, bevor wir das machen, den ganzen Flachs und den Samen, den Leinsamen, ins Lager bringen, wenn es reinpasst. Wenn nicht, nehme ich es halt wieder raus oder was weiß ich. Na gut, es passt. Passt. Den Flachs hier rein. Habe ich keinen Leinsamen? Ach nee, den kriegt man ja erst, wenn man drischt. Okay, alles gut. War mir kurz entfallen. Das war mir jetzt ganz kurz entfallen. So. Kleines Nickerchen. Meine Frau schläft schon, dann lege ich mich dazu. Okay. Gut. So, und jetzt machen wir das, was wir wollten. Ein kleines Häusel bauen. Ich dachte, dass wir das hier hinten noch mit hersetzen. So ein bisschen unter den Baum hier.
Mal gucken, wie wir es jetzt am besten machen. Überall diese Steine und Stöcke. Eieiei. So, ja, ich dachte mir, dass wir das... Wir können ja auch hier noch Häuser hinsetzen. So, hier an den Weg, den hatten wir ja extra hier gezogen, ne? Würde ich sagen, dass wir, wenn es geht, hier so unter die Bäume noch ein Häusel stellen. Ein kleines. Können wir das ein bisschen drehen? Es scheint hier nicht hinzugehen. Da muss ich wohl die Bäume wegholzen. Oh, das wollte ich aber nicht. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier passt. Da können wir es da auch hier hinstellen, ne? Ist das ein bisschen gerade zum Weg? Jo, kann man gelten lassen, ne? So, wie weit rüber komme ich? So. Okay, dann setzen wir das hier hin. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich den Eingang hier rüber zumache. Das finde ich besser, ja. So, da kommt jetzt hier eine Wand hin, und zwar aus Stein. Hier können wir ruhig das Fenster lassen. Da kommt den Dachboden können wir gleich schon bauen. Dann kommt hier eine Steinwand hin. Nein, wir wollen hier kein Rieddach bauen. So, und hier kommt auch Stein hin. So, jetzt muss ich aufpassen. Hier hatte ich jetzt eine Wand. Und hier sollte jetzt die Tür rein. Wir machen mal wieder zuerst das Dach. Und ich darf natürlich jetzt nicht vergessen zu gucken, ob ich alles umgestellt habe. Ne? Und das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Hier darf man wieder was Falsches hier zusammenbauen. Ne? So, die Flechtwand, da soll ein Fenster hin. Ja, kann man, ne? Hier eine Wand. Von mir aus auch hier ein Fenster und eine Wand. Dann gucken wir hier raus aufs Lager. Mhm. Ist egal, kommen ja eh Fensterläden davor. Ja, dann ist es heute eine gemischte Folge aus Landwirtschaft und ein bisschen Bauen. Denn die Quests haben wir ja nur in den letzten beiden Folgen erledigt. Da haben wir nichts mehr zu tun, also müssen wir ja auch nie von Dorf zu Dorf mehr laufen. Da können wir uns jetzt wieder um unser Dorf kümmern und das aufhübschen, hübscher machen. Ne? So, genau. Und dann gibt es auch gleich noch die schöne Tür. Fensterläden, wenn wir einmal dabei sind.
hätten wir das. Ja, genau so machen wir das. Und jetzt verbinden wir das noch mit einem Weg. Genau. Ziehen wir jetzt den Weg noch hier hoch. Wartet mal, in der Mitte ein bisschen mehr, ne? So. Mal gucken hier, wie wir das jetzt hinkriegen. Genau. So hatte ich mir das jetzt gedacht. Na. Ja, das kann ruhig ein bisschen ein breiterer Weg sein. Das macht eigentlich gar nichts. Das könnte man machen. Bis hier runter. Gut. Machen wir das. So, ja, und was können wir noch so machen? Wir könnten jetzt weitermachen und zwar hier überall die Türen und Fenster noch austauschen, ne? Solange wir noch das Material einstecken haben, können wir das machen. Ach, hier ist auch eine Mama. Sie bunter. Ach, unsere Jägerin oder was? Ja. Es ist ja unsere Jägerin. Naja, gut, du guckst hier auf das Haus. Nee, dann können wir das auch wieder zumachen, das Fenster. Das machen wir wieder zu. Dafür machen wir hier auf. So. Okay. Jetzt schmal hier hinten hin. Fenster zumachen, ja. Besser so. Man muss ja nur nie gerade auf die Wand gucken hier, ne? So, da hätten wir das. Dann gehen wir noch hierher. Aha. Ach nee. Ist das mit Eisenbahn? Ach ja, das war ja eine Tür mit Eisenbahn. Okay. Hier ist auch eine Schwangere oder eine Mama. Eine Bertha. Okay. Wo guckt denn ihr hin, wenn ich das jetzt hier aufmache? Gucken wir auf das Haus drauf, ne? Okay, müssen wir hier auch wieder zumachen. Dann machen wir hier auf. Und hier. So, ja, ich muss jetzt noch Eisenbahn besorgen. Das ist natürlich jetzt schlecht, dass ich die Türen nicht machen kann. Aber ist auch kein Thema, das kriegen wir ja alles hin. Hier ist es schon? Nee. Hier haben wir eine andere Tür genommen. Okay. Aber noch keine Fensterläden. Warum habe ich ja die Tür genommen? Ja. Muss man nicht wissen, ne? Warum? So. Dann hier. Und öffnen. Okay. So. Ja, dann haben wir das hier gemacht. Hier haben die auch schon so eine Tür bekommen. Ja, die lassen wir dann natürlich so, ne? Ja, also die haben diese Türen gekriegt. Die einfachen wahrscheinlich, aber die hübscheren von den einfachen. Naja, dann ist das so. Gut.
gut, ihr Lieben. Und so machen wir das weiter, Schritt für Schritt. Die ganzen Häuser ein bisschen hübscher, ne? Und ja, dann soll es das erstmal für heute gewesen sein. Dann danke ich euch, wie immer, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder ein wunderschönes Wochenende, ganz egal, wann ihr zuschaut. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin seid ganz lieb gegrüßt und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!